Ich muss manchmal ganz schön viel aushalten. Man gibt mir die lustigsten Namen und meistens bin ich schuld. Ich werde erhitzt, gesägt und getaped, denn jeder will mich anders haben. Ich bin leicht, flexibel und kann so richtig fest draufhauen. Ich bin der Eishockeyschläger und gehöre zu den Starting Six. Hockey nur mit uns. Ich heiße Ivan Udut. Ich bin Verfahrenstechniker für die Eishockeyschlägerproduktion. Ein Carbonschläger besteht aus 47 Einzelteilen, die Schaufel aus 35 und der Schaft aus 12. Diese Einzelteile werden zum Großteil aus imprägnierten Carbonlagen hergestellt. Aus einem Carbonfaden und Epoxidharz werden Matten gewickelt. Hier ist der Faservolumensanteil essentiell, das heißt das Verhältnis von Faden und Harz. Diese Matten werden dann für die Produktion der Schaufel und des Schafts zerteilt. Der Schaft besteht aus 12 Lagen. Ein Mitarbeiter legt diese nach einem bestimmten Plan zusammen und wickelt sie über einen Dorn. Die Carbonfasermatten, sogenannte Plies, werden in unterschiedlicher Ausrichtung übereinander gelegt. Die Schaufel wird in Handarbeit aus über 35 Einzelteilen nach einem ganz genauen Bauplan zusammengesetzt. Der Schaft und die Schaufel werden durch mehrere Überlappungsklebungen verbunden. Sobald der Schaft und die Schaufel verbunden sind, legen wir diese in die Form. Nun muss das Epoxidharz bei einem Außendruck von 350 Tonnen und einer Temperatur von 130 Grad Celsius 30 Minuten lang aushärten. Danach kommt der fast fertige Schläger aus der Presse. Der große Vorteil von Real One-Piece-Schlägern ist die optimierte Energieübertragung vom Schaft in Schaufel und schlussendlich auf den Puck. Wir legen großen Wert auf Qualität, deswegen durchlaufen unsere Schläger einige Tests. Jeder hundertste Schläger durchläuft mehrere Labortests. Der Flex-Test und der Impact-Test. Hier wird der Zusammenstoß am Schaft simuliert. Ich habe Ihnen den Fertigungsablauf von Kompositschlägern gezeigt und erklärt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Auf Wiedersehen. Ich bin der Eishockeyschläger und gehöre zu den Starting Six.